Leute, ich bin's wieder, eure Sabrina mit dem Midnight Ghost. Wir stehen hier gerade in Silverglade beim Ratsmann und machen heute die Quest weiter. Beim letzten Mal haben wir ja hier hinten den Schneemann fertig gemacht und mal gucken, was er jetzt für uns hat. Also manche Dorfbewohner finden, dass wir auch weiße Kugeln am Baum haben sollten. Vielleicht können wir ja noch ein paar dazu hängen. Sprich mit Steve, er hatte ja immerhin die roten und die weißen Kugeln letztes Jahr. So, wir wissen ja, dass wir die weißen Kugeln schon an die Windmühle angebracht haben. Mal gucken, ob wir noch mehr weiße Kugeln haben von Steve oder ob wir die von der Windmühle wieder abpflücken müssen. So, da ist schon der Steve. Vielleicht trotzdem weiße Kugeln? Ui, die weißen Kugeln, die habe ich Will im Tausch gegen die roten Kugeln gegeben, die er bei der Windmühle hatte. Ja, das wissen wir ja schon. Wir können Wills Kugeln nicht nochmal tauschen, aber weißt du was? Ich habe ein paar silberne Kugeln, die sind fast wie weiß. Nimm sie und häng sie in den Baum. Niemand wird den Unterschied merken. Silber ist ja auch sehr schön. Häng sie auf und sprich dann mit dem Ratsmann. Okay, wenn du das sagst, dann packen wir halt die silbernen Kugeln ran. Hier haben wir ja 8 silberne Kugeln und die hängen wir jetzt mal eben schnell an den Baum. So, das war die erste, zweite, dritte, vierte, die fünfte, sechste, siebte und die letzte. So, alle Kugeln am Baum. Ja, das fällt wirklich nicht auf, ob das Silber oder Weiß ist. So, mal gucken, was der Ratsmann jetzt sagt. Die Bewohner wollten weiße Kugeln, aber Silber ist ja noch luxuriöser. Das passt schon. Jetzt warte ich auf Carney. Der hat die grünen Kugeln geliehen. Aber dazu kommen wir an einem anderen Tag. So, hier sehen wir halt schon unsere silbernen Kugeln am Baum. Und mal gucken, was der Ratsmann noch möchte. Du wirst jetzt ein wenig zu tun haben. Nimm also diese Lichterketten und dekoriere die Ställe in der Umgebung. Es sind 4 Lichterketten für jeden Stall. Damit solltest du die Ställe bei Steve's Farm, beim Pferdesportcenter in Valdale, Fairgrove und Moorland dekorieren. Na gut, machen wir das. Hier kommt die letzte. Also jeder Stall kriegt 4 Lichterketten. Dann lassen wir uns mal eben abholen. Also wir haben unseren Heilbahnstand ja im Moorland. Und da ist es halt ganz praktisch, mit dem Transporter sich wieder hinbringen zu lassen. So, stopp, Lichterkette. Dann nehmen wir den Transporter und dann geht's nach Fairgrove. Da. Ja, mit dem Transporter ist es halt ein bisschen einfacher von A nach B zu kommen, als wenn man jetzt überall hinreiten muss. Da ist man ja sonst ja mehrere Stunden am Tag nur unterwegs, wenn man nur noch über die Map reitet. So geht's dann doch ein bisschen schneller. So, dann geht's nach Valdale. Und dann brauchen wir nur noch beim Pferdesportcenter die letzten Ketten aufhängen.
So, dann ab zum Pferdesportcenter. Habt ihr bei euch im Stall bei eurem Pferd halt auch schon Lichterketten aufgehangen oder eure Wohnung halt schon so dekoriert oder euer Zimmer? Falls ihr das gemacht habt, dann lasst doch mal einen Kommentar einfach unter dem Video da, was ihr dekoriert habt. Ich bin nämlich noch ziemlich unentschlossen, ob ich jetzt dieses Jahr die bunten Lichterketten nehme oder ob ich die weißen nehme. Also da kann ich mich noch nicht so ganz entscheiden. Also schreibt einfach mal rein, was ihr so habt. Und das vielleicht geht meine Entscheidung dann ein bisschen einfacher. So, auf zurück zum Ratsmann. Wir haben ja überall die ganzen Lichterketten angebracht. Und Ghosty hat schon wieder Durst. Der ist aber heute ein Schluckspecht. So, jetzt sind die Ställe der Umgebung dekoriert. Sehr gut gemacht. Ja, und wir haben hier jetzt gerade wieder einen Wunsch bekommen. Das ist auch ganz nett. Während du unterwegs warst, sind die Weihnachtsfackeln gekommen. Wir werden sie hier anzünden. Traditionell werden sie bei allen drei Eingängen aufgestellt, auf den Pfeilern, bei den Treppen. Bitte platziere sie an verschiedenen Stellen im Dorf. Also, wir bekommen jetzt 14 Fackeln, die sollen wir hier in Silverglade aufstellen. Das machen wir dann mal. Die sehen ja aus wie kleine Windlichter hier. So, die am Eingang haben wir hier schon mal platziert. Dann geht's jetzt hier im Zickzack durchs Dorf. Dass wir halt überall diese kleinen Windlichter platzieren. Sieht schon ganz süß aus, also wenn das dann im Dunkeln auch so schön leuchtet überall. So, alle 14 Lichterlein aufgestellt, ab wieder zum Ratsmann und mal gucken, was er diesmal möchte von uns dann. Oder ob es das schon für wahr? Ist es nicht schön geworden mit den Fackeln? Sie vermitteln so ein Gefühl von Wärme. Okay, das war's ja dann heute hier schon mal. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und die ganzen Sachen hier, also den Weihnachtswünsche und die Fragmente, die tausche ich mit euch dann mal in einem anderen Video wieder um. Gucken, was wir da bekommen. Letztes Mal haben wir ja ein paar bunte Hosen bekommen und auch eine Schabracke für Ghosty. Und ja, also wir sehen uns dann beim nächsten Video.